So, und damit ein recht herzliches Willkommen zu einem weiteren Video. Wir befassen uns heute mal wieder mit unserem Schlossbereich, wie die letzten Videos auch. Dieses Mal sind wir jetzt schon wieder ein ganz schönes Stück von dem Schloss weggewandert. Ich hatte ja beim letzten Mal schon angekündigt, ein bisschen was in Richtung Dorf, kleine beistehende Häuser zu bauen. Und damit habe ich jetzt angefangen. Natürlich, was ihr jetzt gleich am Ende sehen werdet, das kann ich euch jetzt schon vorweg verraten, wird nicht das finale Produkt sein, aber wird dennoch schon sehr nah dran sein. Ihr seht schon, ich habe schon direkt die erste Etage, diese Steingrundlage, fertig gebaut tatsächlich und dann schon mit dem zweiten Stockwerk angefangen. Also ein Großteil der Häuser wird einfach fertig sein am Ende des Videos. Da gibt es natürlich dann immer noch Sachen, die sich ändern. Das Ganze ist ja eine Modulbauweise. Also es gibt so Teile von Häusern, die ich immer wieder benutze. Beispielsweise benutze ich immer drei Blöcke breit, vier oder fünf Blöcke hoch, die Steingrundlagen, das Steingerüst unten drunter. Dann vier Blöcke Holzstämme oben drauf. Meistens mache ich auch irgendwie immer was Ähnliches, was die Wände angeht. Da hat das Ganze immer so ein bisschen so eine Einheit, aber ich ändere dann immer noch mal so einen oder anderen Akzentblock, die Bauart oder wie ihr zum Beispiel jetzt hinten im Hintergrund sehen könnt, das große Haus hat dann ein Loch in der Wand. Da kommt später eine Treppe hin, die nach oben führt. Und so habe ich dann dieses Modul etwas modifiziert, etwas angepasst, damit das Haus ein bisschen anders aussieht, einfach als die anderen, ein bisschen Abwechslung hat. Und einfach durch die ähnliche Bauart, durch diese ähnlichen Module, die zur Grundlage da sind, also von denen ich dann das Haus her fertig designe, entsteht dann so ein bisschen so eine Einheit. Dann sieht man auch schön, dass das zusammengehört, ein Bauprojekt ist, ein abgeschlossenes Werk ist. Auch bei dem Dach ist es meistens so, dass ich immer dasselbe baue oder versuche, etwas Ähnliches zu bauen, damit das alles auch von weit weg her sehr einheitlich aussieht, sehr zusammengehörig. Natürlich kann man auch ganz verschiedene Sachen machen. Da muss man dann halt gucken, wie man möchte. Jetzt hier im ersten, wie ich ja gerade gesehen habe, habe ich dann beispielsweise das Dark Oak benutzt. Das ist zum Beispiel ein Akzentblock. Aber so das, was ich da sonst drumherum baue, werde ich alles genauso bei den anderen Häusern machen. Das ist halt dann gleich. Wenn ich jetzt etwas Verschiedenes machen wollen würde, dann müsste ich halt gucken, dass ich irgendwie eine andere Wandstruktur finde, eine andere Wandtiefe erstelle. Also diese Wände sind ja zwei Blöcke dick, oben inklusive der Dekoration, unten teilweise drei Blöcke. Je nachdem, wie ich dann halt die Häuser ändern möchte, muss ich halt dann auch noch gucken, dass ich eine andere Tiefe finde. Jetzt habe ich dann einmal Notenblöcke benutzt, bei dem anderen benutze ich jetzt Barrels, die habe ich dann kopfüber platziert, damit man halt nicht diese Textur sieht von dem geöffneten Barrel. Mir ging es hauptsächlich um die Seite von den Barrels, einfach weil ich finde, dass das sehr einzigartig ist mit diesen Metallriemen drumherum. Und die Oberseite, beziehungsweise eigentlich die Unterseite oder Rückseite von dem Barrel, finde ich es auch noch eine sehr schöne Textur und eine gute Abwechslung zu dem normalen Spruce, was ich sonst auch immer sehr gerne benutze. Einfach, erstens möchte ich Abwechslung innerhalb des Gebäudes an den Blöcken haben. Spruce Wood, Oak Wood, also Fichte oder Eiche, ein Akzentblock als Holz oder sowas. Das macht sich einfach unfassbar gut. Und was ihr jetzt auch noch seht, ist, hier habe ich jetzt ein Haus gebaut, gerade zwischen den einzelnen Cutscenes, da habe ich das vergessen aufzunehmen. Das habe ich aus Stein gebaut, mit Tuff und Calcite. Ich finde einfach, das ist eine ultra geile Kombo. Das macht sich sehr gut zusammen. Man könnte da jetzt noch ein bisschen variieren mit Diorite wieder, aber ich glaube nicht, dass sich das so richtig lohnt. Es soll ja auch immer noch so ein bisschen ruhig wirken, weil sonst ist das viel zu hektisch. Da kommt ja noch eine Menge Dekoration davor. Aber was insgesamt auffällt, ist, dass das Ganze halt irgendwie noch mehr heraussticht. Manchmal bin ich dafür, manchmal bin ich dagegen. Ich bin mir auch noch unsicher, weil es ja jetzt doch schon sehr anders ist. Aber an sich ist es nichts Verkehrtes. Es wird dann am Ende vielleicht einfach irgendein besonderes Haus sein oder so. Also, oder symbolisieren in diesem Fall, weil da wird ja hier jetzt hier nichts reinkommen. Jetzt seht ihr, ich habe jetzt alle Häuser soweit fertig und habe immer das Oak benutzt, also das normale Eichenholz, um dann die Wände hauptsächlich zu bauen und immer nur den Akzent gewechselt. Im Giebel mache ich das dann jetzt auch wieder, oder halt bei dem Dach. Ich werde die Dachstruktur möglichst immer gleich halten, also mit Oak jetzt in dem Fall halt die Planks, also die ganzen Blöcke bauen und dann mit Spruce oder Fichte dann die einzelnen Treppenstufen und Slabs und sowas alles und vorhin dann so eine Abrundung mit dem Eichenstämmen. Ich habe auch versucht, möglichst immer die gleiche Krümmung von den Dächern zu haben. Ich finde einfach, dass die Krümmung mit am besten aussieht. Da muss man einfach ein bisschen rumprobieren bei verschiedenen Dachgrößen, was einem am ehesten gefällt. Was ich aber immer anders mache, ist der Giebel dann wieder. Hier ist jetzt ein blauer Giebel. Vorhin habt ihr gesehen, ich hatte das Cherrywood benutzt, das neue, für den Giebel. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich bin tatsächlich sehr zufrieden damit gewesen. Ich weiß immer noch nicht, ob ich jetzt den Stein lassen sollte oder nicht, weil es halt sehr anders aussieht. Aber insgesamt war ich sehr zufrieden damit. Genauso habe ich dann hier angefangen, das Netherwood zu benutzen. Also einmal das Warped Wood, was ihr da im Hintergrund seht.
Aber das Crimson Wood, das sieht man jetzt nicht, weil das seitlich in dem einen Giebel drin versteckt ist. Und dann habe ich noch einige, in denen ich meistens Spruce einbaue. Das ist der Standard, zu dem ich tendiere. Da weiß ich, dass es einigermaßen gut aussieht, weil von dort aus sind dann auch alle anderen Häuser entstanden oder mir kamen halt die Ideen zu diesen Änderungen, die ich dann vorgenommen habe. In diesem Sinne bedanke ich mich dann bei euch fürs Zuschauen. Bevor ihr jetzt allerdings alle abhaut, habe ich wieder noch eine kleine Cutscene vorbereitet. Vergesst auf jeden Fall nicht zu liken und zu abonnieren, dann verpasst ihr auch den nächsten Teil nicht mehr, in dem es dann etwas mehr um Dekorationen und Terraforming gehen wird. Ich werde jetzt zwischen den Videos noch einiges machen, so ist nicht, weil das einfach langweilige Mini-Dekorationen wie kleine Blumentöpfe auf dem Hausblock sind oder so, also auf diesen kleinen Stämmen oder so. Das wird jetzt nicht dabei sein, aber insbesondere um die zwei kleinen Hügel hier jetzt drumherum, da wird dann noch einiges passieren. Man sieht sich dann beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao.